Hallo Friends und willkommen zu einem neuen Video. Ich weiß, es ist lange her und es wird auch wahrscheinlich in nächster Zeit nicht so regelmäßig sein, wie ihr das schon mal vom Anfang des Jahres bei uns gewohnt seid. Ist gerade einfach viel los und viele Dinge im Leben, die gerade unsere volle Aufmerksamkeit brauchen und ja, nicht alles so einfach gerade, aber ich dachte, heute nehme ich die Kamera auf jeden Fall mal wieder mit. Wir sind nämlich heute mit der Agentur bei einem Kunden von uns, das ist eine Kaffeerösterei und die bieten unter anderem auch Kaffeeschulenkurse an und da haben wir jetzt die Möglichkeit, mit unserem Team einen zu machen. Ich war ja schon mal ganz spontan bei einem Schnupperkurs mit dabei, das war richtig, richtig cool. Und jetzt bin ich mal gespannt, was wir heute mit dem Team noch alles dazu lernen werden und wahrscheinlich wird das irgendwie eine gute Mischung aus ein bisschen Theorie und vielleicht können wir auch noch ein bisschen Latte Art gießen. Das hat ja bei mir das letzte Mal nicht so gut funktioniert, nachdem ich 9 Espressi probiert habe. Jetzt verstehe ich auch, warum man den wieder ausspucken durfte. Also meine Hand war hinterher so. Von daher, ja, ich schnack auch nicht länger. Vielleicht melde ich mich zwischendurch nochmal. Ich habe gar keine Ahnung, was es für ein Video wird. Aber ich dachte, bevor die Kamera jetzt wieder eine Woche liegen bleibt, nehme ich sie heute mit. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. So, Friends, hier bin ich wieder. So hektisch, wie das Intro angefangen hat, so hektisch geht es auch weiter mit dem Zwischenupdate. Sorry, ich bin gerade etwas aus der Puste. Ich muss gerade sehr schnell Radfahren, denn ich komme gerade von der Arbeit und fahre jetzt zum Campus. Es hat nämlich jetzt gerade doch nochmal ziemlich doll angefangen zu schütten. Deswegen dachte ich, nee, steig's mir ganz schnell ins Auto. Jetzt geht es erstmal auf zum Kaffeekurs und ich würde sagen, weiterhin viel Spaß und ich atme mal kurz noch runter. Anna, wie oft bist du deutsche Meisterin geworden? Zweimal. Ich bin zweimal mitgemacht, zweimal gewonnen. Bei Weltmeisterin? Wow! Okay. Ich hab mir heute so dick gedacht. Gerne, wie viele Brandwunden hast du an deinen Händen? Diese Brand ist ja super heiß. Also ich weiß nicht wie. Also schön ist auf andere oder weiter. Einfach rein und weiter atmen. Nee, ich kann nicht atmen dabei. Warum ist das jetzt ein Pepperoni? Hätte ich bei Männern gesagt? Guck mal!
Meins? Erna. Ja, das haben wir zusammen gemacht. Das ist Teamwork. So, also alle haben einen sehr schönen Kaffee gegossen. Wunderbar, ist besser zubereitet. Ich hoffe, ich konnte euren Blick auf Kaffee ein bisschen erweitern. Okay. Dann seid ihr jetzt alle offiziell Barista. Ja. Ja, ich könnte auch mal selber abschauen. So, Friends, ich stehe hier jetzt noch ganz romantisch im Regen auf dem Parkplatz. Ich bin ein kleiner, oder war vorhin auf jeden Fall ein kleines bisschen am Zittern, weil wir haben extrem viele Espressi verkostet und haben natürlich dann auch die Latteart, die wir gegossen haben, probiert. Und ich glaube, das war ein bisschen zu viel für heute, weil ich habe auf der Arbeit schon zwei Cappuccino getrunken. Nichtsdestotrotz war es ein richtig, richtig cooler Kaffeekurs. Also das war jetzt ein Barista-Schnupperkurs. Wir haben ja auch hier so ein cooles Zertifikat bekommen. Das habe ich, glaube ich, vorhin schon mal in die Kamera gehalten. Das heißt, ihr könnt den Kurs auch genauso, wie wir ihn jetzt heute gemacht haben, buchen. Dieses Mal, ich hatte den Kurs ja schon einmal gemacht. Das war eigentlich vor 2 Jahren. Oder so, da konnte ich spontan mitmachen und da haben wir, glaube ich, irgendwie nur einmal Latte Art gegossen und heute kommen wir es 2-3 Mal probieren und das ist echt nicht so einfach. Also obwohl man halt guten Espresso hat und gut aufgeschäumte Milch, vielleicht lag es auch ein bisschen an meinen zitternden Händen, aber Übung macht den Meister, würde ich sagen. Ich habe keine Ahnung, ob der Vlog hier schon vorbei ist, weil ich habe das Gefühl, wir haben schon echt viel Material gesammelt. Es war echt extrem lustig. Und da Franzi gerade noch bei ihren Eltern ist, sehen wir uns dieses Wochenende auch nicht. Und dementsprechend kann ich mir auch vorstellen, dass ich das Video gleich hier schon beende und das jetzt einfach nur ein Eintagesvlog wird. Genau, nächste Woche bin ich auf der ATP-Tour in Hamburg mit meinem Bruder und meinem Papa. Das haben wir meinem Papa nämlich zum Geburtstag geschenkt letztes Jahr. Das wird auch richtig, richtig cool. Und dann ist eine Arbeitskollegin von mir aufgefallen, als wir haben nämlich beide Urlaub eingetragen für den Tag. Und dann hatte sie aber noch einen Tag länger, deswegen habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass wir vielleicht beim gleichen Event sind. Und dann ist uns einfach aufgefallen, dass wir beide am gleichen Tag dort sind. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich auch nochmal da. So, zum Abschluss, wie gesagt, nochmal sorry, dass wir uns jetzt einfach schon wieder extrem lange nicht gemeldet haben. Das liegt überhaupt nie daran, dass wir keine Lust darauf haben. Aber ja, die letzten Monate war einfach viel für beide von uns. Deswegen haben einfach andere Bereiche in unserem Leben gerade viel Aufmerksamkeit verlangt. Und zwischen uns ist aber natürlich alles gut. Frenzel und ich sind weiterhin Best Friends, keine Sorge. Es wird auch in Zukunft wieder mehr Videos geben, aber ja, habt noch ein kleines bisschen Geduld mit uns. Vielleicht sieht es so im nächsten Quartal hoffentlich ein kleines bisschen besser aus. Bis dahin freuen wir uns natürlich trotzdem, wenn ihr uns mit anderen Views auf unseren Videos unterstützt. Und bis dahin, fühlt euch ganz doll gedrückt. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und teilt es mit euren Freunden. Und wenn ihr noch obercool seid, dann abonniert ihr unseren Kanal. Und dann würde ich sagen, bis bald. Ciao, ciao.